Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Pokémon Channel! Yay, ein neues Projekt auf diesem Kanal. Ich freue mich drauf. Ich hatte dieses Spiel früher für den Gamecube und damals habe ich das geliebt. Ich habe dieses Spiel wirklich geliebt. Ihr seht schon, es ist von 2004. Boah, 2004, 12 Jahre her, da war ich 8? Ne, never ever. Ich habe das noch nicht mit 8 Jahren gespielt. Scheinbar schon. Egal, ist auch schon ein bisschen her, aber es ist so ein süßes Spiel. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß mit diesem Spiel wie ich. In dem Spiel geht es einfach darum, dass... Ach egal, seht ihr selber. Wir beginnen einfach mal ein neues Spiel. Komm. Ja. Ich habe es gestern schon einmal ausprobiert. Deswegen müssen wir das einmal kurz löschen. Aber das sollte kein Problem sein. Ach ja, und endlich mal ein Pokémon-Spiel. Ich freue mich. Heute ist der 6. Oh nein, jetzt wisst ihr, wann ich aufnehme. 19.31 Uhr, stimmt das? Ja, ist richtig. Alles klar. Jetzt kommt erstmal die supergeile Story. Magnetilos! Die Magnetilos bringen nämlich den supergeilen Fernseher zu uns nach Hause. Und man achte auf diesen geilen Röhrenfernseher. Ach ja. Flamely gegen Arbor Pikachu. Ach, da werden Erinnerungen wach. Und das ist unser cooles Haus. Professor Eich, hi! Ah, der Fernseher ist angekommen. Willkommen beim Pokémon Channel. Dieser Fernseher ist ein Geschenk vom Pokémon Channel. Pokémon Channel ist der Name eines Senders, der eine Vielzahl von Pokémon-Programmen ausstrahlt. Das ist toll. Wir haben dich ausgewählt, unser erster Testzuschauer zu sein. Aber zuerst eine wichtige Frage. Wie heißt du? Ja, das kennt man ja von den ganzen Pokémon-Spielen, gell? Wie heißt du? Was für ein Geschlecht bist du? Aber was ich mich frage, sie suchen mich als Testzuschauer aus und wissen nicht mal, wie ich heiße. Wieso suchen die dann genau mich aus? Egal. Du kannst dich ganz einfach anmelden, indem du deinen Namen registrieren lässt. Dadurch hast du Zugriff auf die verschiedenen Programme. Wie heißt du denn? Alles klar, wir heißen natürlich nicht Helge, sondern wir heißen D-I-S-S-I. Dizzy! Das ist mein Name. Ich bestätige, du heißt Dizzy, richtig? Das ist korrekt, danke Professor Eich. Dizzy, wir präsentieren dir den brandneuen Anime Pichu Bros. Ich möchte, dass du dir den Anime bis ganz zum Schluss ansiehst. Danach werden wir uns ein bisschen unterhalten. Alles klar, Professor Eich. Jetzt ist Anime-Time! Und ich bin während des ganzen Animes ruhig. Also nicht wundern. Ist ganz schön. Felino! Warte ich schon seit einer Ewigkeit, Leute. Und in genau 24 Stunden wird Mauzis großer Traum endlich wahr werden. Was ich denn schön finde, ist, dass sie die Originalstimme genommen haben. Pichu-Brüder kennt doch jedes Kind, ja. Schubidupa! Das weiß jeder, ob nun nah, ob fern. Und rate mal, wo sie demnächst zu finden sind. Mit dem besten Freund ist toll, hast du ihn gern. Oh, yeah! Sie sehen die Welt, wie sie ihnen gefällt. Ein Vergnügungspark, wo jeder freien Eintritt hat. Was wohl der nächste Tag bereits schon für sie hält. Eins ist sicher, Spaß ist garantiert. Pichu heißen sie. Pichu, Pichu, froh sind sie. Das ist so geil. An manchen Tagen, wo beste Freunde sich nicht vertragen, dann stellen sie die ganze Zeit auf den Kopf. Pichu, Pichu, Pichu. Nein, Teddy Ursa fällt vom Baum. Au. Doch Brüder wie sie sind sicher nicht lang.
einander, seid nicht bang. Seit an Seit sind Pichu und Pichu. Felino! Niemals lebst du nur einen allein, so mit Pech und Schwefel, so soll es auch sein. Seit an Seit sind Pichu und Pichu. Oh yeah! Seit an Seit sind Pichu und Pichu. Ich habe die ganze Zeit mitgewobbelt. So wie es aussieht, freuen sich unsere Pichu-Brüder und ihre Freunde wieder auf einen lustigen Tag in ihrem Pokémon-Clubhaus. Oh oh, das klingt ja fast so, als hätte Kusilla ein Problem. Kusilla ist ganz außer sich. Die anderen Pokémon haben alle kleine Karten in Form einer Mondsichel bei sich. Das klingt ja sehr interessant. Und deshalb wollen die anderen Pokémon wissen, was dahinter steckt. So viele Früchte. Das ist ja wirklich alles sehr mysteriös. Um herauszubekommen, was es mit diesen Mondsichelkarten auf sich hat, laufen unsere Freunde in den Park. Das sind ein Griffel und ein Farbigel. Vielleicht können die beiden unseren Freunden helfen. Die Pichu-Brüder und ihre Freunde wollen wissen, was diese Mondsicheln zu bedeuten haben. Teddy Ursa ist so süß. Farbige. 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 Haben anscheinend irgendetwas mit Früchten zu tun. Aber wo sind diese Früchte? Farbige. Bei der großen Uhr. Fortsetzung folgt. Ich finde das so gut. Wird fortgesetzt. Danke, Bautzi. Ach Gott. Expert oder wie heißt der? Irgendwie sowas. Okay, Professor Eich, wir müssen reden. Wie gefällt dir der Anime? Super! Also wirklich, es ist richtig geil, dass man einfach so eine Anime-Folge noch in dem Spiel sehen kann. Ich finde das richtig gut. Ich habe mir gestern auch nochmal die allererste Folge angeguckt und da waren mir ein paar Mal die Tränen in den Augen. Das war alles so wunderschön. Ich habe ja früher immer ganz auf Pokémon geguckt, habe ich keine Folge verpasst tatsächlich. Und wenn man sich dann nochmal nach all den Jahren die erste Folge anguckt, macht es auch, macht es, das lohnt sich. Vorhin ist die erste Folge schon so voll dramatisch. Egal, ja, mir gefällt der Anime sehr gut. Danke, Professor Eich. Gerne mehr. Kann ich dich um einen sofortigen Report bitten? Aber natürlich. Die Reporte kannst du nur über den Report-Kanal an uns senden. Du kannst die Programme wechseln, in denen du Plus oder Minus oder blablabliblab. Alles klar. Habe ich verstanden. Du kannst die Programme mit Hilfe des Controllers wechseln. Okay, gut. Der Fernseher lässt sich durch Drücken von an oder aus. Nee, durch an, ein oder ausschalten. Und durch Z. Okay. Alles klar. Wenn ich weiß, was diese Z-Taste ist, das Spiel war ja auf dem GameCube und der GameCube-Controller hatte hinten rechts so eine kleine lilane Taste und das war eine Z-Taste. Ich spiele übrigens gerade mit dem Xbox-Controller, das geht nämlich auch ganz gut. Obwohl da die Tasten nicht so angeordnet sind wie beim ganz normalen GameCube-Controller, aber das passt schon. Okay, schalte nun den Report-Kanal ein. Mach ich. Tut mir leid, X-Bad,
Der ist doch so, oder? IKS und dann Bad. Auf jeden Fall irgendwas mit Zubat hat er bestimmt zu tun. Ich bin mir da nicht so sicher. Auf jeden Fall gehen wir mal auf den Report-Kanal. Dies ist der Report-Kanal. Bewege die Hand auf Report und drücke A. Dadurch wird dein Report an uns gesendet. Das ist quasi eigentlich einfach nur die Speicherfunktion. Mal sehen. Dein Report ist sicher bei uns eingetroffen. Dein Report ist sicher bei uns eingetroffen. Gut, ich werde deine Report-Daten speichern. Alles klar, auf die Speicherkarte. Ach, die guten alten Speicherkarten. Das war auch noch cool. Hattest du deine Speicherkarte und konntest dann zu einem Kollegen gehen, der auch eine GameCube hatte. Und dann konntest du da einfach weiterspielen. Das war super. Ich möchte dir dies als Dank für deinen Report schenken. Wir kriegen Geschenke. 20p, geil, jetzt sind wir schon fast reich. Wenn du Poké-Dollar sparst, ich nenne die jetzt einfach mal so, kannst du dir alle möglichen Dinge beim Shoppen mit Shiggy bestellen. Oh, Shiggy war auch cool. Shiggy war tatsächlich mein Lieblings-Pokémon. Bei den meisten ist das ja Glumanda, aber meinst du immer Shiggy? Ich fand Shiggy super. Vor allem als Shiggy konntest du diese ganzen Leute, die immer Glumanda als erstes gewählt haben, richtig zur Schnecke machen. Das fand ich super. Quiz-Sendungen bieten dir die Möglichkeit, Poké-Dollar zu gewinnen. Bevor du dein Spiel beendest, musst du uns einen Report senden. Mega! Oh, das war Pikachu. Oh, was war das denn für ein Geschrei? Und wieso kann Professor Eich mich hören, wenn er doch im Fernseher drin ist? Alter, die haben eine neuere Technik als wir heutzutage. Und das in einem Röhrenfernseher? Wow. Warum entfernst du dich nicht vom Fernseher und schaust dich um? Hups, bevor du dich umschaust, solltest du den Fernseher ausschalten. Natürlich Strom sparen. Okay, mit Z. Blup. Gut, jetzt ist der Fernseher aus. Habe ich gemerkt. Danke, Professor Eich. Um vom Fernseher wegzugehen, alles klar, einfach B drücken. Pschup. Du kannst dich umschauen, indem du in verschiedene Richtungen bewegst. Vielleicht findest du interessante Dinge. Wenn du dich für etwas interessierst, bewege darauf und drücke A. Alles klar. Oh, eine Uhr. Hä? Zeigt dir sogar die richtige Zeit an? Tatsache. Hammergeil. Wo kam der Schrei her? Das wüsste ich auch gern. Auf jeden Fall ist unser Zimmer eigentlich recht hübsch. Ich hätte zwar... Nee, hätte ich nicht. Ich habe ein Fenster direkt über meinem Bett. Ich wollte gerade sagen, dass ich dann Angst habe, dass jemand reinguckt, aber ich bin auch im ersten Stock, von daher ist das was anderes. Aber mir gefällt diese Sternmustertapete. Und hier ist nichts drin. Da müssen wir auf jeden Fall noch irgendwas reintun. Da haben wir einen schönen Mülleimer. Wir haben leider sonst gar nichts hier drin. Wir haben ein Bett. Wir haben ein paar Pflanzen. Wir haben einen Schreibtisch, wo nicht mal ein Computer drauf ist. Mann, Mann, Mann. Und eine Karte. Naja, immerhin. Raus können wir nicht. Wir haben hier noch überall ganz viel Stuff, wo aber überall noch nichts drin ist, außer ein paar Sticker von Pokémon. Und, oh, guck mal, da geht's in den Garten. Wer wartet denn da auf uns? Sind das etwa Flamligak, Arbor und Pikachu? Na komm, lassen wir die mal rein. Pikachu freut sich schon voll. Ja! Fernsehen gucken! Hallo, Pikachu! Ja! Pikachu! Oh, das ist ein Pikachu! Wow! Ein wildes Pikachu bekommt man wirklich sehr selten zu Gesicht. Es muss sich sehr für den Fernseher interessieren. Dizzy, wenn du deine Reporte schreibst, kannst du uns dann bitte auch berichten, wie es ist, mit diesem Pikachu fernzusehen? Oh, natürlich, wenn es denn mitgucken möchte. Im Pokémon Channel sammeln wir Daten, um Fernsehprogramme zu entwickeln, die dein Pokémon gefallen. Ein wildes Pikachu, das in ein Haus geht, davon hat man noch nie gehört. Wir zählen auf dich. Pikachu? Alles klar, Pikachu. Wollen wir Fernsehen gucken? Aber nun gebe ich dir weitere wichtige Informationen über den Fernseher. Bewege auf den Fernseher, drücke A, um da ranzugehen. Alles klar, weiß ich Bescheid. Komm, Pikachu. Wir gucken Fernsehen. Willst du Fernsehen gucken, Pikachu? Oh, er freut sich schon so. Alles klar, komm, wir gucken Fernsehen. Du weißt nun, wie du den Fernseher bedienen kannst, oder? Aber ich habe noch eine wichtige Neuigkeit für dich. Ich habe dir zusammen mit dem Fernseher ein Poképad geliefert. In dem Poképad wirst du eine Vielzahl an Informationen finden. Ja, Pikachu freut sich auch. Drücke statt Pause, um das Poképad zu öffnen. Probier es doch gleich mal aus. Alles klar, gucken wir in unser geiles Poképad rein. Okay, was haben wir denn bisher erlebt? Wir haben erlebt, wie die Magnetidos uns einen Fernseher geliefert haben. Dann haben wir uns registriert und unseren Namen gesagt. Und wir haben Pikachu kennengelernt. Geil. So viel. Das alles in der ersten Nacht. Wow. Was haben wir so für Shows? Bisher erst die erste Anime-Folge. Da werden auf jeden Fall noch sehr, sehr viele dazukommen. Was haben wir sonst noch? Hier stehen, glaube ich,
Ach, man kriegt sogar verschiedene TVs. Vielleicht kriegen wir irgendwann ein Flatscreen. Obwohl 2004, doch, da gab es eigentlich schon welche, oder? Schauen wir mal. Was haben wir sonst noch so? Items? Wir haben keine Items. Okay, traurig, traurig, aber passt. Nun aber genug der Erklärungen. Die Programme außer Anime-Programme sind nun auf Sendung. Schalte den Fernseher ein. Ich hoffe, Pikachu und du werdet das Programm gemeinsam genießen. Aber natürlich, Pikachu, wir genießen das zusammen. Ne, du kleines, süßes Pikachu. Ja, ich streichel dich ein bisschen. Pikachu möchte mit dir zusammen fernsehen. Ist das so, Pikachu? Willst du mit mir fernsehen? Okay, meine Maus spinnt hier gerade rum. Oh. Pikachu ist erschrocken und läuft davon. Nein, Pikachu! Es tut mir leid. Meine Maus spinnt hier. Meine Maus geht nach rechts. Hilfe! Pikachu, tut mir leid. Ich hab's nicht so gemeint. Ich wollte dich nicht erschrecken. Pikachu, komm. Pikachu beruhigt sich ein bisschen. Alles gut? Komm, wir sind doch Freunde. Nein, nicht weglaufen. Nein, ich streichel dich doch nur. Pikachu, komm, alles gut. Lass uns Freunde sein, ja? Alles wieder gut? Gut, dann lass uns Fernsehen gucken, ja? Nein, nicht durch den Fernseher springen. Aber meine Maus spinnt gerade richtig. Ich kann nur Pikachu anwählen. Egal, streichen wir nochmal. So, komm Pikachu. Wir gucken Fernsehen. Ich schalte ihn auch für dich an. Oh. Nein, Pikachu hat mich angesprungen. Pikachu, stopp. Alles gut bei dir? Okay, Pikachu freut sich. Alles gut. Ja, komm, Pikachu. Wir gucken jetzt Fernsehen. Pikachu? Meine Maus spinnt halt gerade richtig. Okay, aber ich würde sagen, bevor wir dann den nächsten Channel angucken, den nächsten Channel mit Pikachu, der freut sich nämlich schon ganz doll, würde ich hier mal die Folge beenden, weil meine Maus gerade rumschwimmt. Ich muss das Spiel mal kurz neu starten. Ich hoffe, die erste Folge hat euch schon ein bisschen gefallen. Auf jeden Fall ist der Anime recht cool. Und ich werde euch sagen, die anderen Programme sind auch sehenswert auf jeden Fall. Gut, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Projekt. Das wird noch eine ganze Weile gehen, denke ich mal. Denn da gibt es sehr viel zu entdecken. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss!